Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich euch nicht zeigen, wie ich mein Feuerchen mache oder mein Grünkohl koche. Nee, geht hier drum. Und zwar liege ich hier auf einem Bett. Einfach noch ein Dach drüber bauen, dann ist die Sache komplett. Ich möchte euch heute in der Folge zeigen, wie man ein Trapperbett oder ein Waldläuferbett, Buschkraftbett, nennt ihr es, wie ihr es wollt, bauen könnt. Ist ganz einfach. Lasst euch nicht verrückt machen von irgendwelchen Survival-Gurus, bei denen das ganz toll aussieht und total schwierig und so weiter. Ist es gar nicht. Ist es wirklich nicht. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, wie so oft, Material sammeln. Wenn ihr das einmal durch habt, dann ist die ganze Sache im 0,nix fertig. Jetzt müsst ihr euch mal gucken. Ihr wundert euch sicher. Was ist das denn hier? Ja. Immer wieder sehe ich jetzt Videos, wo Leute Beef Jerky anpreisen. Ja, Beef Jerky ist eine tolle Sache. Auch ich habe ja mal Fleisch gegessen und Beef Jerky ist wirklich lecker. Das ist die vegane Alternative. Sojafleisch kennt der eine oder andere von euch sicher. Das ist dieses hier. Und getrocknete Shiitake-Pilze. Einige Gewürze, Süßholz und so weiter und so fort. Könnt ihr euch das selber machen. Die Zubereitung ist dann, wenn ihr dieses Zeug hier zusammengebunden habt, das fasert ziemlich aus. Also dieses Sojafleisch ist, ich zeige es euch hier nochmal, genauso faserig. Hier, es fasert ordentlich aus, wie Jerky. Wenn ihr es dann richtig zubereitet am Feuer. Inisch hat ein unheimlich super tolles Video auf seinem Kanal, wo es genau um die Zubereitung von Jerky geht. Und ganz ehrlich, ich kenne beides. Das Fleisch-Jerky und das vegane Jerky. Richtig gemacht, keinen Unterschied. Wenn ihr euch das nicht selber machen wollt, jetzt gerade, das hörte sich jetzt an, wa? Wenn ihr euer Beef Jerky nicht selber machen wollt, da gibt es eine Firma, ich weiß nicht wie die Firma heißt, aber das Zeug, was die verkaufen, Primal Strips. Ich blende das hier mal ein. Primal Strips, super, super lecker. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, so wie Jack Links Beef Jerky gibt es auch von Primal Strips für einen Apfel und ein Ei. Müsst ihr mal ein bisschen nach googeln. Oder im veganen Supermarkt verkaufen die das auf jeden Fall. Ja, das jetzt nur mal ein kleiner Tipp am Rande. Konnte ich mir nicht nehmen lassen. Vor allen Dingen Stefan, ich will dich draußen sehen. Beef Jerky, nimm's mit. Echt lecker. Eiweißbombe, absolut. Bevor ich euch jetzt zeige, wie das Buschkraftbett aufgebaut wird, nochmal was anderes. Buschkraft Deutschland, die Gruppe auf Facebook. Habt keine Angst vor Facebook. Meldet euch an. Mit dem falschen Namen. Ihr könnt Vorname und Nachname angeben, wie ihr wollt. Nennt euch von mir aus Gummihuhn oder was weiß ich, ey. Kalle Klopsack hatten wir schon, ne? Nennt euch irgendwie, aber ja, joint der Gruppe, tretet bei, kostet ja nichts und mittlerweile schon fast 40 Mitglieder. Total lustige Typen. Ja, Buschberti, der Gründer, mein Lieblingspirat. Sagt ja immer wieder in seinen Videos, Leute, nicht so vor der Playstation rumgammeln, rausgehen. Er hat recht. Also, kommt nach Buschkraft Deutschland, ist eine super Sache. Will ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, ja. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das Bett zu bauen. Ja, als allererstes müssen wir natürlich unser Gestell aufbauen. Das Gestell, das sollte gut 15-20 cm über dem Boden liegen, damit wir nachher noch ein bisschen Isolierung schaffen können. Dafür brauchen wir erstmal ein vier Beine quasi. Für mich ist das einfachste, Tripods kleine herzustellen, worauf dann die Streben gelegt werden. Da brauchen wir jetzt vier Stück von und das geht ganz einfach. Von der Länge, wie gesagt, etwas länger als euer Unterarm sollten die Dinger schon sein. Dementsprechend braucht ihr für vier Beine, also für vier Tripods,
12 Stöcker und bisschen Schnur. Wie ihr das jetzt am einfachsten und am schnellsten zusammenknotet, will ich euch kurz zeigen. Ja, jeder hat so seine eigene Technik, aber so mache ich es ganz gerne und das hat sich bewährt. Also ich lege die, ja, so kann man glaube ich besser sehen, die drei Stöcke in der Form übereinander, wie so eine kleine Pyramide, und das Bündel knote ich dann einfach zusammen, indem ich die Schnur drüber lege, dann tüttel ich einmal hier unten zwischen den untersten beiden die Schnur durch, so, und das Ganze mache ich von oben auch noch mit dem anderen Ende der Schnur, so dass es unten durchkommt. So, wieder ein bisschen auf Länge bringen. Wunderbar. Jetzt wird das Ganze ordentlich stramm zusammengetüttelt. So. Und einfach verknotet. Wenn ich die ganze Sache jetzt auseinanderfächer und als Dreibein aufstelle, dann ist es ordentlich stabil und ja, Vorführeffekt. Ja, ist ein bisschen uneben hier der Grund, deswegen müssen wir gleich noch ein bisschen graben. Ja, ordentlich stabil, davon brauchen wir wie gesagt 4 Stück. Ich baue jetzt noch den letzten zu Ende und melde mich dann wieder. Ich habe jetzt hier 4 Dreibeine bzw. 4 Bettbeine aufgebaut und ja, jetzt müssen wir uns noch eine Stelle suchen, wo ich das Bett errichte. Ich habe hier schon, ist ein bisschen abschüssig hier, das spielt aber keine Rolle. Ja, den Boden, den sollten wir auf jeden Fall sauber machen, wegen Krabbelgetier und überhaupt einfach der Übersichtlichkeit wegen, und es schließt sich einfach besser in einem aufgeräumten Schlafzimmer. Das ist eine Zeit von vielleicht 3-4 Minuten, die ihr investieren solltet. Glaubt mir, das ist wirklich besser. Einen Besen habe ich hier, das ist ein Bio-Besen, ja, damit machen wir jetzt einfach mal ein bisschen das Laub weg, ein bisschen sauber. Ja, ihr seht, nicht viel Arbeit investiert und sieht gleich viel einladender aus. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter und dann können wir eigentlich auch schon an die nächsten Schritte. Ja, ihr seht nun, die erste Strebe ist auf den drei Beinen aufgelegt. Ihr werdet das Problem haben, dass die drei Beine sich gerade auf so einem unebenen Grund hier ein bisschen verschieben, wenn Gewicht drauf belastet wird. Da schnitze ich mir jetzt ein Grabstecken zurecht, da ich schon wieder meine kleine Handschaufel vergessen habe. Ich vergesse die andauernd. Ich glaube, ich schmeiß die weg oder so. Die vergammelt in der Garage und ich nehme sie nie mit. Wie dem auch sei. Schnitz mir jetzt ein Grabstecken und werd die drei Beine ja ungefähr 3, 4, 5 cm in den Boden buddeln. Grab einfach so ein kreisrundes, so einen kreisrunden Graben, in dem ich den Dreibein reinstelle und dann mit Erde ordentlich festklopfe. So verschiebt sich da nichts mehr und alles hat einen sicheren Stand. Ja, danach kann man, wenn man möchte, die Streben nochmal festbinden an die drei Beine. Bleibt abzuwarten, ob das nötig ist. Müsst ihr dann mal gucken. Das Rahmengestell ist soweit fertiggestellt. Ihr seht die 4 Tripods, die nun wirklich weit runter gepresst worden sind. Lasst euch nicht davon verrückt machen, wenn bei der ersten Belastung
die Tripods sich so ein bisschen weit nach unten drücken. Das ist schon richtig so. Sie entwickeln wirkliche Eigendynamik, aber so findet sich bei jedem Dreibein die Stabilität ganz schnell so. Vor allen Dingen lieber etwas weiter runterpressen und die Beine mehr spreizen, um die Höhe zu regulieren, damit ihr nicht abschüssig liegt und in der Nacht runterkullert. Das wäre ein bisschen doof. Ja, das geht ganz gut. Ich kann das schlecht erklären. Wenn ihr das mal nachbauen solltet, dann werdet ihr das feststellen. Dann werdet ihr sehen, was ich jetzt gerade versuche zu erklären. Ja, das wäre soweit das Grundgerüst. Gleich geht es natürlich weiter. Das sei jetzt noch kein Bett. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das alles nicht vielleicht doch zu wackelig ist, macht einen ganz einfachen Test. Ja, wenn das funktioniert, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann werdet ihr auch drauf liegen können. Ihr seht nun, ich bin dabei, das Lattenrost zu bauen, wenn man das so nennen darf. Dafür habe ich jetzt hier Holz gesammelt, was genau drüber passt. Insgesamt habe ich jetzt 6 Streben genommen. Die werden nachher hier so aufgelegt. Kurz mit etwas Band fixiert. Wirklich nur eine kurze Sache, ein einfacher Knoten, damit sie nicht wegrollen. Und danach geht es weiter, dann kann ich in diese Zwischenräume lose Äste, Stöcker, alle die nötige Länge und die Dicke haben, halt überschichten, damit ich eine ebene Liege oder relativ ebene Liegefläche habe. Wenn ich mir hier so extrem altes, trockenes Holz gesammelt habe, es lohnt sich wirklich, das zu entrinden und vor allen Dingen hier diese Äste abzuklopfen oder abzuschnitzen, je nachdem, was ihr für ein Holz habt, einfach weil es sonst echt ungemütlich wird, wenn ihr euch da drauf legt. Das geht soweit. Hier ist noch eine kleine Stelle, die man etwas begradigen könnte. So. Ich sehe nochmal. Ein bisschen Rinde ab. Und das war's. So, wird einfach festgemacht und ja, dann geht's gleich mit der Matratze weiter. Im Endeffekt wirklich nur alles, was ihr an Totholz findet, was nicht gerade morsch ist und euch durchbricht beim Drauflegen, drauf damit, belegen in diese Zwischenräume. Hier haben sich jetzt 5 Zwischenräume gebildet sind, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, in diesen Zwischenräumen wirklich alles Mögliche reinzulegen, was weich und gemütlich werden könnte. Ihr seht gleich, was ich meine. Ja, wie ihr seht, die ganze Sache nimmt so langsam eine wirkliche Form an. Ich habe euch ja gesagt, dass man das Ganze mit Kleinzeug belegen kann. Solche Äste hier etc. bieten sich einfach dafür an, um diese Zwischenräume hier auszufüllen. Das sieht dann alles nicht wirklich schön aus, das ist aber praktisch. Liegt jede Menge von hier rum, wie ihr seht. Ich habe aber das Glück, mit solchen dicken Stämmen und mit jeder Menge Rohstoff hier gesegnet zu sein. Totholz, teilweise auch noch frische Hölzer umgeknickt. Hier, das sind alles, ihr seht das da oben vielleicht, das sind alles Rohstoffe, die könnt ihr ruhig verwenden. Nicht, dass in 2-3 anderen bösen persönlichen Nachrichten, die ich mal bekommen habe, der erzählt einem hier die ganze Zeit von Naturschutz und säbelt alle Bäume nieder. Quatsch, mach ich nicht. Wenn ich sag, säbelt keine Bäume nieder, dann mache ich es auch selber nicht. Aber ihr seht hier, umgefallen. Ja, das sind Rohstoffe,
Die findet man in ja so ziemlich jedem deutschen Wald. Wir haben hier einfach das Problem, wir haben keine wirkliche Wildnis und ja, dieses Problem, das ist durchaus auch schon mal ein Vorteil. Ja, wie in so einem Fall einfach. Und ansonsten in wirklich abgelegenen Gebieten, wo wirklich keine Waldarbeiter hinkommen und irgendwelches Holz absäbeln, absägen, wie auch immer. Ja, ich sag mal so, wer da ist, irgendwo in der Wildnis Kanadas, Alaskas, ja, da würde ich mir auch 3, 4, 5 Bäume fällen und habe dann genug Rohstoff, um mir sowas zu bauen. Für längere Zeit dann einfach. Aber in diesen Luxus komme ich nicht. Meine Frau hat entschieden, was dagegen, mit mir in die Wildnis zu ziehen. Ja, und das nur noch mal am Rande. Also hier wird nichts gefällt, was noch gerade eben gelebt hat. Auch wenn es manchmal so aussieht, habt da mal keine Angst, ja? Okay, jetzt geht's weiter. Ich werde jetzt noch hier ein, zwei Stämme rausziehen und die weiter zersägen, weiter belegen meine Matratze. Und dann geht's weiter im Video. Das wollte ich aber eigentlich noch mal sagen. Nicht, dass ich hier wieder böse Mails kriege. Danke. Ja, wunderbar. Da bin ich soweit fertig. Fast fertig. Also das Grundgestell. Es fehlt die Matratze. Es wird jetzt einfach ja, ganz schnöselig Laub drüber gelegt. Und ich denke, da hinten ist genug Laub, was ich mir borgen kann. Oder hier oder da. Wir sind umzingelt von Laub. Ja, das ist das Tolle am Herbst. Es wird kalt. Man benötigt vielleicht ein Bett. Und die Natur gibt einem alles, was man dafür braucht. Ja, ich werde jetzt mit meinem Poncho ein bisschen Laub sammeln. Werde den Poncho dann da drüber legen. Schön als Bettlaken. Das muss man nicht machen. Es geht natürlich auch so. Aber ich denke mal, es ist einfach viel gemütlicher. Ihr hört schon, wie flauschig das ist. Das ist kein Scheiß. Jeder, der schon mal für sein Debris-Shelter oder für so ein Bett oder andere Matratzen Laub gesammelt hat, der wird das bestätigen. Das Wichtige beim Laubsammeln ist, nehmt die oberste Schicht, ihr habt jede Menge, ihr nehmt niemanden was weg, nehmt nur das Beste, immer die oberste Schicht. Wenn das Laub ein bisschen feucht ist, keine Bange, Laub trocknet sehr, sehr schnell ab, wenn ihr es schön verteilt. Also nur die oberste Schicht, nicht noch unten noch die Erde mit aufwühlen. Und ja, das geht eigentlich auch sehr, sehr schnell. So, das war jetzt ein Durchgang von vielleicht nicht 3, 4 Minuten. Davon jetzt noch 3, 4 Gänge und dann war es das schon. Ja, dann war die letzte Fuhre. Das Ganze wird jetzt hier noch schön eben verteilt. Die kleinen Ästchen, die man so jetzt findet und sofort merkt, die werden rausgefischt. Und alles, was ihr beim Verteilen nicht merkt, das werdet ihr dann auch später beim Schlafen nicht merken. So. Das ist mein Bett. Das Ganze wird jetzt hier mit meinem Bettlaken, meinem Poncho, bedeckt. So. Wunderbar. Nicht schön, aber selten. Ja, dazu bleibt zu sagen, wir machen jetzt erstmal die Liegeprobe. Kommt gut. So, jetzt mal Scherz beiseite. Dazu muss ich sagen, das Bettlaken bzw. der Poncho, der wird jetzt noch an den Ecken hier festgebunden. Muss man nicht, kann man aber.
Und es muss nicht unbedingt sein. Also ihr könnt ein Poncho nehmen, ihr könnt eine Plane nehmen oder eine Rettungsdecke, was ihr gerade dabei habt. Selbst eine Wolldecke ist möglich. Muss nicht unbedingt sein, wie gesagt, aber bietet einfach noch mehr Komfort. Ja, das ist meine Methode, ein Bett zu bauen. Es gibt sicher noch ganz, ganz viele andere Methoden, ein Bushcraft-Bett zu bauen. Also nur mit den Dingen, die Natur einem bietet. Oder überwiegend, klar, bisschen Schnüre und ein Poncho. Wächst halt nicht an Sträuchern. Es sei denn, man nimmt jetzt irgendwelche Kiefernwurzeln etc. oder Fichtenwurzeln bieten sich da an. Will ich aber nicht. Ich habe halt Schnüre und Mast irgendwie zu Hause rumfliegen. Ein bisschen Kordel reicht einfach, habt ihr ja gesehen. So, und geht ganz einfach. Die meiste Zeit werdet ihr damit ja, verbringen, die Materialien halt zusammenzusuchen und macht das vorher. Macht das nicht während des Bauen. Sammelt euch alles vorher zusammen, überlegt, was könntet ihr brauchen und gut, wenn ihr dann nochmal vor irgendwelchen Problemen gestellt werdet, könnt ihr ja immer noch improvisieren. Aber überlegt euch, was braucht ihr, sammelt euch den Kram zusammen und fangt dann erst an zu bauen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr anfangt und immer wieder unterbrechen müsst, weil ihr euch irgendwas zusammensuchen müsst. Ganz einfache Kiste, vom Aufbau nicht viel schwieriger als dieses Baukastenbett vom IKEA. ja, und es funktioniert einfach. Also probiert es wirklich mal aus und da jetzt noch ein Dach drüber, davor ein Lagerfeuer und ganz ehrlich, da macht ihr Nächte drauf, gar keine Frage. Das ist jetzt nicht so ein Teil für eine Nacht. Locker, wenn ihr einen Trip 4, 5 Tage macht, da penne ich 4, 5 Tage drauf, gar keine Frage. Ich mir dann noch ein bisschen Mühe gebe und das Ganze noch stabilisiere, da reicht halt locker. Also, weiß nicht, ich will da jetzt nicht zu hochgreifen, aber auf jeden Fall ist das eine Sache, die nicht nur für 2, 3 Nächte taugt. Ja, probiert's aus. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Bushcraft Deutschland wartet immer noch auf euch bei Facebook. Habt keine Angst vor Facebook. Ihr müsst keine persönlichen Daten angeben, wenn ihr das nicht wollt. Und ansonsten sage ich, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.